Korvax. Verängstigt. Verängstigt. Mein Gott, was für ein Wort, ey. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, here in the licks in the band. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir sozusagen die zweite Folge aus meinem Stream zeigen, indem ich das Weltall weiter erkunde und mich nebenbei mit der Steuerung wieder vertraut mache, nach so einer langen Pause. Ich hoffe, das Gameplay gefällt dir und wünsche viel gute Unterhaltung. Werden wir einen anderen Planeten suchen. So, war ich jetzt hier eigentlich? Eingehende. Was? Aha, unbekanntes Signal. Ist da draußen jemand? Es ist draußen, etwas stimmt nicht mit. Mit was? Fragen, was nicht stimmt. Ich frage den Fremden, was nicht stimmt. Ein Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, das ich höre, ist das Hintergrundrauschen der komischen Strahlung. Kosmischen, nicht komischen. Du hast mich gefunden. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Erwähne das abgestürzte Schiff. Ich erzähle dem Fremden von verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID seines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin sicher. Es gibt 16 von ihnen und sie sehen aus wie nach den 16 Fragen. In den Augen des Fremden spiegeln sich Angst und Verwirrung wider. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Du weißt nicht, wer du bist, oder? Es hat mich belogen. Es hat alle belogen. Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da, stumm, bevor es endgültig verschwindet. Okay. Artemis braucht meine Hilfe. Ich muss einen Weg finden, um das Signal zu verstärken. Okay. Missionsziele aktualisiert. Dann gucken wir mal. Artemis, der Entdecker. Okay. So, habe ich jetzt diesen Planeten? Unbekannter Planet. Was? Holoterminus entdeckt. Boah, Junge, Junge. Der schreckt mich ja. Holoterminus. Was ist das? Kuvani Saf Angott. Kaktusfleisch, Aluminium, Nickel und Heridium haben wir da. Holoterminus. Also, war ich nicht hier schon? Atlas-Schnittstelle. Nein! Vorsicht. Ich fliege da nochmal zu der Schnittstelle, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich da schon gewesen bin. Mein Gott, überall diese Meteoriten. Ne, Asteroiden? Meteoriten? Oh, guck mal. Was ist das denn?
auch noch unentdeckt. Sternenknolle, Gold, Kupfer, Iridium. Nein, nein, das wollte ich überhaupt nicht. Das wollte ich überhaupt nicht, Leute. Fuck. Das gibt's doch nicht. Oh, Junge, 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 Junge. Was will der von mir? Zum Glück nur eine. Hey, wieso kann ich nicht schießen? Boah, ist das schwer. Zum Glück ist das nur eine. Junge, 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 Junge. Aber ich habe keinen Platz. Was haben wir denn eingesammelt? Dein Schild steigt. Trophäum. Okay, ich wollte zu der... Boah, also das Kämpfen ist echt nicht ohne. Nee, ich wollte doch zu diesem Atlas. Wo ist denn der? Mein Gott, überall diese Steine. Also das Schiff hat nicht die besten Steuerungseigenschaften, glaube ich. So, jetzt müsste ich mal gucken, wo ich überhaupt hier rein kann. Ah ja, hier ist der Eingang. Herein, herein. Mal sehen, ob ich hier schon war.
Aha, Virus. Ah, hier kann man die Wörter noch lernen. Echos. Daten. Energie. Also kann man wenigstens die Sprache so ein bisschen lernen. Da muss man nicht immer die Steine sammeln. So. Hast du noch irgendwas? Was muss ich machen? So. Ach so, oder habe ich das hier schon abgeholt? Macht aber komische Geräusche. Noctualia Usen Singularität Atlas-Schnittstelle. Also ich kann irgendwie hier gar nichts machen, ne? Naja. Egal. Gehen wir weiter. Anscheinend war ich hier schon. Speichern. Jetzt können wir nämlich zu der Handelsstation kurz fliegen. Boah. Moment, ich muss mal eben um das Ganze hier. Rumfliegen, so. Okay. So. So, ja, dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Sachen verkaufen können. Was ist hier eigentlich? Okay. Gibt es denn hier irgendwas Schönes zum Sammeln? 4 Kohlenstoff. Forschungsentität. Ah, hier kann man Missionen. Genau, das war hier mit Missionen. Hier kann man nämlich Missionen annehmen.
Aufträge, genau. Dann guck mal. Gucken wir mal, was wir hier so für Aufträge haben. Was ist das? Seltsamer Geschmäcker. Wächter eliminieren. Rache. Achso, irgend so eine Kreatur jagen. Ungewöhnliche Erkenntnis. Mineralien sammeln, okay. Achso, Fernsehen, das ist halt wahrscheinlich irgend so ein Gegenstand transportieren. Zu niedriger Rang, achso. Beschädigen, was? Beschädigten Gegenstand reparieren, ah. Was? Achso, 8. Man bekommt nur 8 Units oder was? Oder wie verstehe ich das? Belohnung? Zwei. 250.100. Oh mein Gott. Der Boss. Vermisste Person finden. Nanitjäger. Thermisches Kondensat. Heiße Ware. Gegenstand abliefern. Okay, naja, ja. Also die Mission. Was? Ich will nix. Also die Mission lassen wir erstmal. Ich wollte erstmal nur verkaufen. Und wir werden heute einfach nur erstmal alle Planeten hier in dem Umkreis mal einfach durchsuchen und ja, vielleicht finden wir einen schönen Planeten, wo wir dann eine neue Basis aufbauen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir hier überhaupt was bauen werden in dem Sonnensystem. Da müssen wir einfach mal schauen. Guten Tag. So, was haben wir hier? Ingenieur, okay. Kaufmann. Was kann ich mit dem machen? Ach so, das ist ein Basismitarbeiter. Nee. Sorry. Ich will erstmal nicht. Was ist das? Eine Lampe? Mein Gott, was sind das für helle Dinger hier? Techniker. Ich glaube, wir können mit dem reden, oder? Korvax. Verängstigt. Verängstigt. Mein Gott, was für ein Wort, ey. Bitte, bitte. Okay, was willst du von mir? Ich erschrecke die elektronische Lebensform bei ihrer Arbeit. Sie begrüßt mich höflich, doch beim Anblick meines Blitzwerfers vibriert sie vor Angst. Okay. Sie will ohne Zweifel sofort zurück an ihre Forschungsarbeit, hat aber zu viel Angst, den Blick von mir abzuwenden. Nachdrücklich auf friedliche Absichten. Ja, ja, was? Hinweisen. Die Lebensform in Ruhe lassen, um Hilfe bitten. Die unsichtbare. Die unsichtbaren Aufseher der Lebensform bedanken sich. Okay. Ich erhalte etwas. Oh. Okay. Ein paar Naniten bekommen. Hey.
Ich möchte doch hier einfach zu diesem Handelscomputer. Oder was es auch sein soll. Okay, Gegenstände aus dem Verkaufen, ja. Gerne doch. Dann gucken wir mal, ob ich hier vielleicht noch ein paar Sachen aus meinem Inventar verschieben kann, damit wir ein bisschen mehr Platz schaffen. So, hier waren wir, glaube ich, ne? Von mir entdeckt, genau. Das war dieser komische, giftige Planet. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, ich fliege erstmal hier ein bisschen weiter weg. So, wir haben da einen Planeten. Unentdeckt. 4 Stunden 10 Minuten entfernt, okay. Dann haben wir hier einen Planeten. Achso, von mir entdeckt. Oh, das sind so kleine Planeten, ne? Kleiner Mond. Boah, voll orange hier. Mit Wasser. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Oh, Tiere. Wir haben schon mal Tiere. Ich glaube, der Planet sieht nicht wirklich freundlich aus. So, hier ist irgendwas. Ah, guck mal. Hier haben wir eine Wohnung. Oder ja, ein Häuschen. Da können wir vorbeischauen. Können wir denn hier landen? Instabile Atmosphäre. Waffe auswählen. So. Fügsam. Okay. Also das. Oh, ich werde hier die ganze Zeit verstrahlt. Mein Gott. Also hier hätten wir hier dieses eine Strahlungsschutz-Dingsbums gut gebrauchen können. Kohlenstoff. Hier kann man Kohlenstoff sammeln. Genau, wir wollten ja noch in dieses Gebäude rein. Ja.
Wenn ich den Ausgang finde. Guck mal. Scheiße. Egal wo man hinkommt, ne? Die Umwelt bringt dich um. So, Platin haben wir. Oh, also Platin könnten wir eigentlich sogar verkaufen, weil wir haben echt zu viel schon. Wie Wetterwarnung? Geh mal eben rein. Aha. Energiekanister. Kann man gut gebrauchen. Warte mal, kann ich das nicht sofort einsetzen hier für mein Laser? Ups. Da habe ich mich irgendwie. Da habe ich doppelt geklickt, glaube ich. Nichts gefunden. Plutonium. Einsammeln. Okay, ich hoffe, ich habe hier gar nichts übersehen. Was ist das nicht für eine Pflanze hier? Eisen, Iridium, Kohlenstoff. Was jetzt? Ah! Guck mal, wir haben jetzt über 200 Nanitenhaufen. Das heißt, wir können uns gleich das Ding da kaufen, was wir gerade eben nicht gekauft haben. Schild auf Maximum. Da können wir hier noch. Aha, nichts gefunden. Okay. Oh, was ist das denn für einer? Ein Riese. Was für ein Riese. Also der Sturm ist noch da. Okay. Dann können wir hier mal gucken. Ah. Nichts. Wir können hier das Ding mal aktivieren. Oder warte mal. Ich glaube, ich speichere doch vorher. Falls wir es nicht schaffen sollten. Dann können wir das ja... Ja, laden und dann nochmal versuchen. Zink. Ah, guck mal. Gamma-Wurzel. Ups. Okay, dann versuchen wir es mal. Aha. Restsubstanz. Schrott. Eine pulsierende, überdichtende Substanz, die sich in schlecht gewarteten Maschinen bildet. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ah, jetzt können wir da dran. Also erstmal sauber machen vorher und dann kann man das benutzen. Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Datenprotokoll zur Analyse freigeben. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde, grellrot und am Rand zerfetzt, wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen übel fremdartigen Geruch wahrgenommen. Aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. War es tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen, als würde es sich auf einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Okay.
Ich entdeckte etwas Verschlüsseltes. Aha, na, schon wieder ein Nanitenhaufen. Okay. Okay. Was sehe ich denn da? Plutonium. Aber das Problem ist, es ist hier echt abartig gefährlich. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Displays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream. Ciao, Leute!